anschnallen. Und damit einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg von Aurach nach Dresden. Also es sind die letzten Kilometer bis zu unserem Ziel. Und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Was ist das da hinten? Das sieht ganz gut aus. Jo. So. Biege nach rechts ab. Und du willst mich jetzt vorlassen, oder wie sehe ich das hier? Du bist auch so ein kleiner Kasper. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ja, wenn wir auf der Autobahn sind, bin ich auch wieder etwas gesprächiger. Aber erstmal hier wegkommen. Biege nach rechts ab. Ein wunderschöner Morgen. Ja, wie ihr seht, ich habe mein Gedankenspiel zur Fidustrans zu fahren, um dort noch was zu essen, verworfen. Ich bin halt in Aurach geblieben. Weil es wäre zu viel hin und her noch gewesen. Außerdem, wenn man halt von seiner geplanten Route denn noch abweicht und da dann noch irgendwas passiert, das ist dann bloß wieder, ja, da muss man denn dem wieder erklären, ja, warum bist du überhaupt da lang gefahren? Das war doch gar nicht deine Strecke. Und das gibt bloß Ärger. Aber ich werde ja nicht das letzte Mal hier unten gewesen sein. Und somit werde ich auch irgendwann mal bei der Fidustrans in der Kantine was essen können. So musste halt McDonald's herhalten und ja, man muss halt auch mal Kompromisse machen. Bitte links halten. Dafür geht's jetzt gen Dresden und ich bin schon ja ein bisschen aufgeregt. Plan wird wie folgt sein: Wir werden den LKW bzw. wir werden die Ladung beim Kunden noch abgeben. Danach geht es dann zur Werkstatt. Dort werde ich den Zug hier abstellen. Den Trailer noch absatteln. Bitte rechts halten. Und dann werde ich kurz rüber huschen zur Halle. Bitte links halten. Weil da steht der neue LKW. Bitte rechts halten.
Wenn ich ihn dort aus der Halle abgeholt habe, geht es halt nochmal rüber zur Werkstatt, um den Auflieger wieder mitzunehmen. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja, warum nimmt er denn nicht gleich den, beziehungsweise warum stellt er den Auflieger nicht gleich in der Halle ab? Hat den Grund, wenn das Gespann schon mal bei der Werkstatt steht, wird auch halt einmal komplett rüber geguckt. So funktioniert, wie es funktionieren soll. Ich meine, ich gucke ja auch immer wieder und habe da jetzt auch nicht wirklich was festgestellt, dass da irgendwas defekt ist, aber Werkstatt möchte halt noch mal ein Auge drauf werfen und dann sollen sie das gerne tun. Ja, ich werde den Kollegen hier so ein bisschen vermissen, freue mich aber auch schon tierisch auf das Neue. Nicht, dass man jetzt denkt, ich fahre den Scania hier nicht gerne. Im Gegenteil, ich fahre ihn schon sehr gerne. Aber Veränderungen tun auch mal gut. Und so ein paar Sachen werde ich ja hier auch noch mit rausräumen, hatte ich ja schon erwähnt. Wie zum Beispiel meine Leuchtschilder vorne. Und so ein paar private Sachen noch. Aber den Rest lasse ich dann so weit drin, da kann der nächste Fahrer, der auf diesen LKW kommt, sich das dann aussuchen, ob er das behält oder ob er sagt, nö, ich möchte was komplett anderes. Weil ich kann es eh nicht gebrauchen, also zumindest manche Teile hiervon, weil die sind halt Scania-spezifisch und das passt dann im neuen LKW nicht. Somit wisst ihr zumindest schon mal, dass es kein Scania wird. Und als Marian mich ja gefragt hat, was so mein Wunsch-LKW wäre und ich ihm sagte, der und der, fragte er mich auch tatsächlich noch, willst du den wirklich fahren? Und ich sagte ja. Und nein, es ist kein Iveco, bevor er jetzt auf die Idee kommt. Der gute Lotz, der ja sich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, aufgeregt hat, dass ich die East North verlasse, hat mich ein zweites Mal verlassen. Erst haut er ab in die Staaten, jetzt ist er auf irgendeiner komischen Insel. Also, ich weiß nicht, was mit dem Jungen nicht stimmt. Aber eins weiß ich werde weiterhin aufpassen. Weil
Ich schätze ihn so ein, er kann auch irgendwelche Fernsachen steuern. Also bezüglich Updates oder sonst irgendwas. Und ich hoffe ja mal, dass er nicht in der Nähe meines neuen LKWs war. Wenn mich das Navi auf Russisch anbrüllt, es würde mich noch nicht mal wundern. Seht, weit haben wir es nicht mehr. Knapp 170 Kilometer. Und kurz nach 11 sollten wir da sein. Das ist eine gute Zeit. Ich habe allerdings gar nicht geguckt, wie voll der Akku hier bei der Kamera ist. Alter, ihr habt doch... Was ist hier euer Problem? Du musst unbedingt anhalten hier, weil die das alles irgendwie nicht gebacken kriegen oder was? Meine Fresse. Letzten Kilometer noch den kompletten Zug schrotten. Das wäre genau das, was die East North und Marian sich noch wünschen würden. Nicht. Jetzt kann ich wieder zusehen, dass ich hier erstmal wieder aus dem Arsch komme. Da steht es auch schon. Wir nähern uns also mit großen Schritten. Und wenn ich euch dann noch den LKW gezeigt habe, ich hoffe mal, dass ich das noch hinkriege. Danach geht es dann erstmal schön ins Wochenende. Und am Montag dann frisch ausgeruht auf die erste Tour im neuen LKW. Wo es mich dann hinträgt, weiß ich noch gar nicht.
hoffe ja immer noch, dass die erste Tour nicht unbedingt gleich nach England geht. Weil ich bin da jetzt doch etwas zwiegespalten, weil East North fährt normalerweise keinen England-Verkehr, die MBT aber schon. Aber wenn es so ist, dass mich die erste Fahrt nach England bringt, dann ist es halt so. Aber ich hoffe es ja mal nicht. Wie gesagt, der Kamera-Akku, der macht mir gerade noch so ein bisschen Bedenken. Ich weiß gar nicht, wie lange der noch hält. Ich hoffe mal, er hält durch bis nach Dresden. Aber jetzt unbedingt hier irgendwo anhalten und Kamera-Akku tauschen ist jetzt auch nicht so unbedingt das Prickelndste. Zumindest kommen wir bei schönstem Wetter an. Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Kommt sie zu, ich will ja auch nicht mehr drüber kommen. Hervorragend. Ob wir die Ampel auch noch schaffen? Locker. Das sieht doch gut aus. Liebe Dispo, ich bin doch bald da. Du machst mal nicht so eine Welle. Stadt Dresden. Hervorragend. Immer geradeaus. Und die Aufregung steigt. Aber ich muss mich konzentrieren. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo doch noch Mist baue. Das wäre nämlich äußerst fatal.
wunderte mich gerade, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch hört, aber ich höre ganz leise auf den Kopfhörern Musik. Wunderte mich gerade, wo die herkommt. Bis mir dann einfiel, dass das die Verspätungsmusik ist. Die habe ich wohl noch nicht ganz ausgemacht. Hier endet es. Stellen wir uns erstmal hier hin. Und dann werde ich mal reingehen und fragen, wo hier was entladen werden soll, an welche Rampe ich ran muss. Wie gesagt, dann geht's rüber zur Werkstatt und genießt den Blick auf diesen Zug, den seht ihr jetzt so das letzte Mal. Wenn wir uns gleich wiedersehen, werdet ihr mitbekommen, was der neue LKW ist. Also, bis gleich. So, Freunde, da bin ich wieder. Ja? Ich habe mich mal hier postiert, weil ich habe jemanden von der East North gebeten, ob er den rausfahren kann, damit ihr den neuen LKW schön sehen könnt. Und er hat zugestimmt. Er läuft schon mal. Ich bin ja echt gespannt, was ihr sagt. Ja, ihr seht richtig, es ist ein Range T Evolution. Und ihr seht's, Erfurter Kennzeichen. Ja, und der Name, da dachte ich mir, das muss einfach sein. Dann hat hier noch so ein bisschen was hübsch gemacht. Da bin ich auch stolz drauf. Und ich muss ja ehrlich sagen, Marian, lieben, lieben Dank, dass du mir dieses Geschoss hier hingestellt hast. Ich bin mehr als begeistert und ich freue mich schon drauf, mit dem dann wirklich auf Tour zu gehen. Danke, 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 danke. Ja, Freunde, das war's denn jetzt auch mit diesem Video. Und im nächsten Video geht's dann mit diesem schönen Gerät auf Tour. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.